Grüß euch miteinander und willkommen bei Gemüse.tv. Wir machen heute miteinander einen schönen Gemüsekuchen, und zwar mit allem, was der Kühlschrank hergibt an Resten. Wir werden als Hauptzutat den Brokkoli-Stängel verwenden, können natürlich aber ohne Probleme auch Rüebli, die wir noch übrig haben, Anschnitte von Zucchini, die wir im Kühlschrank haben, getrocknete Tomaten, spielt gar keine Rolle. Wir werden einen super feinen Kuchen miteinander zusammen machen. Zu unserer Hauptzutat, dem Brokkoli, kann man sagen, die Röseli kann man sehr gut brauchen für so ein bisschen Wokgemüse, kann man frisch verwenden und häufig vergessen geht der Stiel. Und den werden wir heute als Hauptzutat brauchen. Dann würden wir starten mit dem Brokkoli-Stängel, der sehr, sehr gutes Aroma wird geben für unseren Kuchen. Unser kleingeschnittenes Gemüse können wir jetzt hier parat legen. Wir haben es in einem Mixbecher, funktioniert aber auch sehr gut mit einem Stabmixer daheim. Ein bisschen Rahm. Jetzt geben wir ein bisschen Mehl dazu. Voilà. Zwei Eier. Jetzt unsere zusammengeschnittenen Gemüsereste zum Einsatz. Jetzt kommt die persönliche Note des Kuchen. Jetzt in meinem Rezept verwende ich ein bisschen Tabasco für ein bisschen Schärfe, ein bisschen Curry, ein bisschen Muskatnuss, frisch gerieben, natürlich nicht zu viel, voilà. Und mit Salz und Pfeffer Grundwürzung. So, Deckel drauf und gut durchmixen. Jetzt haben wir vorbereitete Förmchen, und zwar ausgelegt schon mit Kuchenteig. Dann könnt ihr die Masse gleichmässig auf unsere vorbereiteten Förmchen verteilen. Nach Lust und Laune mit ein bisschen frisch geriebenem Parmesan oder Reibkäse bestreuen. Unsere Küchli sitzen parat für den Ofen, 160 Grad, ca. eine halbe Stunde, und dann können wir die Küchli schon geniessen. Unsere halbe Stunde ist fertig und wenn ihr würdet schmecken, was wir hier schmecken, wäret ihr schon begeistert, aber das werdet ihr natürlich dann beim Nachmachen sicher selber auch noch erleben können. Voilà, und fertig sind unsere Gemüsereste-Küchen. Mehr über Brokkoli und feine Rezepte mit Schweizer Gemüse unter gemüse.ch. Einen guten